Hallo, willkommen im zweiten Part. Und ja, hier ist der Text. Also das 3D-Objekt, das wir in Cinema 4D erstellt haben. Und das werden wir jetzt einfach mal hier bearbeiten. Also, nehme ich als erstes immer diese Fläche hier und nehme dann meistens, also ich habe jetzt hier, das ich gerade auch benutze von Amazee, ja, das GFX-Pack. Da benutze ich aber nicht alles, da werde ich vielleicht auch beim nächsten GFX-Fix ein paar Sachen so zusammenlegen, die auch bei ihm dabei sind. Und an sich, ja, nehme ich erstmal so ein paar Texturen und da muss ich so kleine. Ja, zum Beispiel diese Textur hier. Macht ihr erstmal schwarz-weiß, also sprich Farbsättigung, ist die Sättigung ganz runter. Erstelle eine Schnittmaske, weiches Licht, dupliziere diese Ebene. Das ist hier rüber, dass es ähnlich ist. Und dann die Deckkraft ganz runter. Sprich, dass es nur ganz leicht zu sehen ist. Dann nehmen wir noch mal eine Textur. Wenn man was sucht, findet man es nie. Ja, hier auch eine Schnittmaske. Die lasse ich hier, weil es in der Farbe Contact ist. Also vielleicht lila. Radiergummi. Kanten hier mal. So, so, dann markiere ich hier alle Ebenen. STRGE, das ist Ganzes. Dann dupliziere ich diese Ebene hier mal. Und dupliziere sie nochmal. Und gehe mal hier mit dem Filter und dann Ölfarben. Den Filter gibt es leider nur in CS6, sprich, wenn ihr CS 5, 4, 3, 2, 1, was auch immer habt, könnt ihr das hier eigentlich auslassen, weil, ja, ihr habt den Filter nicht. Und so, ja. Wie gesagt, also ich hab's jetzt so, ich mach da jedes Mal, stelle ich's anders dahin, wie es halt gerade am besten aussieht. Das Glänze ich eigentlich immer fast ganz runter. So. So, dann gehe ich da mit einem Filter, Scharfzeichner drüber, erstelle da eine Schnittmaske drüber, erstelle die Deckung etwas runter. So, und bei der Ebene gehe ich mit einem Filter in die Filtergalerie und dann bei Stylisierungsfilter den leuchtenden Kontur drücke ich dann gleich OK und das stelle ich dann auch auf. Das stelle ich dann auf erstmal Public Affäde und danach dupliziert die Ebene hier nochmal und stelle es auf Linear Affäde und stelle die Deckkraft. So. Okay. Bei dieser Ebene hier mache ich dann eine Verlaufsumsetzung, weiches Licht, ein anderes Objekt. So. Dann nehme ich hier einen Pinsel mit einer schwarzen Farbe. So wie, ja, ganz normaler Softbrush. Geh mal um den Text herum. So, stelle eine Schnittmaske. Mach ein weiches Licht. Und stelle die Deckkraft. Das runter. So. Dann mache ich nochmal hier so zum Beispiel ein paar Punkte hier. Auch eine Schnittmaske. Ständig. Weiches Licht. Kommt auch wieder runter. Dann nehme ich hier eine weiße Farbe. Auch das gleiche. Punkten. So. Mache ich auch nicht weiches Licht, mache ich ineinander kopieren. Stelle ich auch die Deckkraft etwas runter. Und dann sehe ich, ja, war es das mit dem Text. Dann dupliziere ich mal den Text. Ich lasse den mal, falls ich da was ändern möchte.
und dann drücke ich einfach bei dem Ordner, Hashtag I. Mache ich mal einen neuen Ordner. Schauen, dass wir einen sind. Okay. So. Ja, hier ist der neue Ordner. So. Dann lasse ich das hier mal so, also ich lasse den Text mal so in der Breite hier. Dann dupliziere ich den Text erstmal. Und da stelle ich bei dem hier die Deckkraft runter. So. So. So, dann ziehe ich den Text hier mal kleiner, das 3D-Objekt, Text, ja, wie ihr es nennen wollt. So. Nehmen wir dann den Text hier nochmal und vergrößere ihn nochmal und stelle ihn so leicht schräg hin. Aber erstmal spiegele ich das hier horizontal. Dann lösche ich dann mit dem Deckkopf, stelle ich dann auch runter. Okay. Dann erstelle ich bei dem Text hier mal einen Schlagschatten. Stelle ich normal, Abstand 0. Fülle etwas. Deckkraft hier bei der Schlagstelle etwas runter. So. Das ist schon mal der erste Teil, wie wir den Text so einbinden. Nehme ich den Text hier nochmal, den Schlagschatten weg. Mach dann farbig abwedeln. Zum Beispiel so hin. Das ist ein bisschen so einen kleinen Effekt haben. Okay, dann ist das hier der Text. Müssen wir für den Hintergrund erstelle ich immer einen neuen Ordner als Hintergrund und dann nehme ich diese eine Fläche hier nach hinten. So. Und in dem Hintergrund nehme ich dann von Ecke meistens solche. War so ein Space Hintergrund, ja, also jedes Mal das gleiche. So. Was ist das? Ja, so. Probier das noch ein paar Mal. So. Dann mache ich hier mal die Farbe runter, Sättigung. Ich auf Filter, Ölfarben. Lass die Einstellungen so. Dann noch Filter, scharf zeichnen. Und dann einfach die Fläche Deckkraft runter. Ja. So. Okay. Dann die Fläche wieder etwas höher stellen. Wie man sieht. Aber nicht zu arg, weil sonst ist das Zeug mit dem Text ab. So. Und dann gehe ich nochmal hier in das Pack hier. Und suche mir dann mal eine andere Richtung. Ihr könnt es anders machen mit den Texturen, was ihr wollt, die euch gefallen. Also wie gesagt, das ist von Artistic Macy. Ich kann da auch, falls ihr das wollt, einen Link zu dem Pack oder zu seinem Video am besten in die Beschreibung stecken und dann könnt ihr die gleichen Texturen auch benutzen. Nehme ich mal hier diese Textur hier, mache das gleiche mit dem Filter Ölfarben, Filter scharf zeichnen, das in den Hintergrund. So, mach da aber auch farbig abwedeln und dupliziere diese Ebenen. So, hier zum Beispiel. Stark Karton ist runter. So. So. An sich, ja, war's das schon für den Hintergrund. Ich erstelle nur bei dem Text hier einen stärkeren Schlagschatten. Nimm dann hier die Decke wieder zu. So, jetzt werde ich hier den zweiten Part beenden und ja,
mache ich dann mit dem dritten Part weiter.